Ich verrate euch 5 absolut wichtige und meiner Meinung nach sehr nützliche Tipps, mit denen ihr gleich vom Start weg das Maximum aus dieser neuen Kamera rausholen könnt. Gerade diejenigen, die von einem anderen System zu Fujifilm umsteigen, die werden am Anfang so ihre Schwierigkeiten haben, denn ein Systemwechsel, egal von wo nach wo, der stellt natürlich erstmal eine Herausforderung dar. Da hilft es nun wirklich nur, sich aus der Komfortzone herauszubegeben und die neue Kamera gleich von Beginn an regelmäßig zu nutzen, denn nur so kommt Routine auf und je konsequenter ihr euch dazu zwingt, desto schneller ist diese Phase dann auch wieder vorüber. Trotzdem gibt es ein paar Tipps, die Fujifilm-spezifisch sind und los geht's gleich mit Tipp Nummer 5. Fujifilm Filmsimulationen und die hohe Qualität der Fujifilm JPEG-Dateien, die halten selbst hartgesottene Profis oft davon ab, im RAW-Format zu shooten. In vielen Situationen ist das auch gar nicht unbedingt nötig oder sinnvoll. Es gibt aber ab und zu immer wieder mal Situationen, in denen man entweder einen sehr wichtigen Shot macht oder wenn die Lichtsituation gerade mal so anspruchsvoll ist, dass man eben nicht so auf die Schnelle die optimalen Einstellungen setzen kann. Gerade für Anfänger ist das, glaube ich, sehr interessant, da eine Rückversicherung sozusagen zu haben, denn dafür bieten Fujifilm-Kameras die Möglichkeit, eine der vielen programmierbaren Tasten mit der RAW-Funktion zu belegen. Was diese Funktion bewirkt, ist es folgendes: Wann immer ihr in die Situation geratet, ein wichtiges Foto machen zu müssen, dann drückt ihr eben diese Taste und die Kamera wird das nächste Foto, das ihr schießt, sowohl im JPEG als auch im RAW-Format schießen. Ihr hättet also für den Fall der Fälle, dass mit der Belichtung zum Beispiel irgendwas nicht stimmt oder dass ihr später aus irgendeinem Grund eben dieses Foto nochmal wieder bearbeiten wolltet, noch immer eine zusätzliche RAW-Version dieses einen Fotos. Je nach Situation kann das eben die absolute Rettung sein, selbst dann, wenn ihr aktuell noch gar nicht wisst, wie eine RAW-Datei bearbeitet wird. Ich versichere euch, der Tag wird ganz sicher mal kommen und dann freut ihr euch, wenn ihr von bedeutenden Shots noch eine RAW-Datei habt, um eben eventuell nochmal an die Bearbeitung dran zu gehen. Wie gesagt, es gilt immer jeweils nur für das nächste Foto, das geschossen wird, denn danach stellt sich die Kamera wieder zurück auf JPEG. Fujifilm-Kameras gelten als hervorragend im hohen ISO-Bereich und das stimmt auch so. Die JPEG-Dateien, die machen auf diesem Gebiet eine besonders gute Figur, was an einem einfachen Trick liegt. Fujifilm-Kameras haben nämlich ab Werk ständig eine Rauschunterdrückung aktiviert und das auch dann, wenn der Wert im Menü auf 0 steht. Bei ausreichend Licht kann das aber zu Lasten der Bildqualität gehen, weswegen ihr diesen unbedingt auf minus 4 oder minus 3 setzen solltet, je nachdem, welcher Wert an eurer Kamera der niedrigste ist. Ich persönlich habe das an allen Kameras immer auf niedrigster Stufe stehen und füge die Rauschunterdrückung nachträglich bei der Bildbearbeitung hinzu. Spiegellose Kameras sind kleine Hochleistungscomputer mit mehreren Bildschirmen, denn der optische Sucher, der ist ja ebenfalls ein Bildschirm und einem Sensor, der ständig unter Strom steht. Veraltete Spiegelreflexkameras, die haben es da viel einfacher, da diese eben nur zur Fokussierung, Belichtungsmessung und Bildspeicherung Strom benötigen. Man kann also nicht annähernd mit vergleichbaren Akkulaufzeiten rechnen. Gewöhnt euch deswegen an, die Kamera erst dann einzuschalten, wenn ihr ein Foto machen wollt und schaltet sie immer wieder aus, nachdem ihr ein Foto gemacht habt. Neuere Fujifilm-Kameras, die sind so rasend schnell aufnahmebereit, dass eben diese Verzögerung vom Moment des Einschaltens bis dahin, wo ihr wirklich ein Foto dann auch machen könnt, so gut wie nie ins Gewicht fällt. Und man hat sich wirklich sehr schnell daran gewöhnt. Die Lage des Schalters, die ist dafür auch wirklich bei allen Fujifilm-Kameras optimal. Filmsimulationen sind für diejenigen, die im JPEG-Format shooten, eine feine Sache. Wer eher auf RAW-Dateien Wert legt, für den ist die Anzeige der Filmsimulation im elektronischen Sucher wenig hilfreich, denn hier wird selbst dann eine Filmsimulation angezeigt, wenn die Kamera ausschließlich im RAW-Format arbeitet. Der Haken daran ist, dass eben jede Filmsimulation bei der Einstellung der Belichtung sehr irreführend ist, denn das Vorschaubild, das ihr im Sucher seht, das ist auch bei den gemäßigteren Simulationen viel zu kontrastreich. Und aus diesem Grund ist auch das Histogramm an Fujifilm-Kameras recht nutzlos, wie ich in einem anderen Video übrigens zum Thema Histogramm genau erkläre. Den Link dazu, den findet ihr dann auch in der Beschreibung zu diesem Tippclip. Abhilfe schafft hier die Funktion Vorschau-Bildeffekt bzw. natürliche Live-Ansicht, je nachdem, welche Kamera ihr habt. Setzt den Wert bei Vorschau-Bildeffekt auf Aus bzw. bei natürliche Live-Ansicht auf ein, damit eben die unerwünschten Effekte der Filmsimulation im Sucher nicht angezeigt werden und ihr werdet dann also ohne Anzeige dieser Filmsimulation wirklich viel einfacher belichten können.
Da dies nur für das Sucherbild gilt, könnt ihr natürlich auch dann Filmsimulationen nutzen, wenn die JPEG-Dateien werden weiterhin mit Filmsimulationen abgespeichert. Das heißt also wirklich, dieses Ausblenden der Filmsimulation, das bezieht sich nur auf das Sucherbild und nicht auf das aufgenommene Foto. Es ist mir unbegreiflich, warum, aber der Hersteller Fujifilm liefert seine Kameras seit jeher im Stromsparmodus aus. Das bedeutet, dass jeder, der sich eine neue Fujifilm-Kamera kauft und dies nicht weiß, nie das volle Leistungspotenzial seiner Kamera ausnutzt, wenn er nicht mal zufällig im Menü auf diesen Eintrag trifft. Dabei bewirkt dieser Stromsparmodus, dass zum Beispiel der Autofokus nicht mit voller Leistung läuft, der elektronische Sucher und der Kamerabildschirm nicht die volle Bildwiederholrate zeigt. Und einige Modelle, die brauchen auch länger, um aufzustarten, nachdem sie eingeschaltet wurden. Das heißt, das ist dann also auch nochmal interessant für diejenigen, die sich angewöhnen wollen, eben die Kamera jedes Mal an- und auszuschalten, wenn sie sie brauchen. Ich will nicht wissen, wie viele Testberichte auf diesen verminderten Werten beruhen, denn kaum ein Testredakteur wird sich die Mühe machen und so tief in die Menüs eindringen, um eben zu sehen, was da jetzt spezifisch eingestellt ist. Viele von euch werden jetzt womöglich schockiert sein, dass sie schon seit was weiß ich wie langer Zeit mit einer Kamera arbeiten, deren Handbremse vom Hersteller angezogen wurde. Geht mal ins Menü Einrichtung, Power Management und schaut mal nach, was bei euch unter Leistung steht. Je nach Kamera hat es dort verschiedene Optionen. Wählt einfach die leistungsstärkste aus und freut euch eben, dieses Video hier gesehen zu haben. Das war's dann auch schon. Vielleicht noch ein Bonustipp am Ende. Abonniert diesen Kanal, denn dann erfahrt ihr noch viel mehr über eure Fujifilm-Kameras und auch über das ein oder andere Fotografie-Thema jenseits von Fujifilm. Also ich freue mich auf eure Kommentare. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und bis zum nächsten Mal. Man sieht sich.